Herzlich willkommen zu meinem 19. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Da sind wir wieder im Windows Explorer. Jetzt geht es darum, wie kann ich mehrere Dateien auswählen und kopieren. Wie ich alle auswählen kann, habe ich in einem vorgehenden Video schon beschrieben, nämlich Steuerungstaste A, die Kombination Steuerungstaste und A hätte ich alles ausgewählt. Wenn ich einzelne auswählen möchte, dann klicke ich einmal hier drauf und lasse jetzt die Steuerungstaste gedrückt. Und du siehst, es wird hier nicht Bravo auch, Bravo HTML nicht auch da markiert, sondern ich kann, wenn ich die Steuerungstaste gedrückt lasse, mit der linken Maustaste auswähle, kann ich die drei Dateien, die nicht hintereinander, nebeneinander stehen, untereinander stehen, auswählen. Und wenn ich jetzt die Steuerungstaste C-Taste drücke, das ist das gleiche wie hier rechte Maustaste und kopieren, dann gehe ich dann, habe ich sie kopiert, diese drei Dateien, gehe da hier rein, mache jetzt dann Steuerungstaste V, klicke mit der linken Maustaste mal hinein, dass der Explorer weiß, dass ich da jetzt drinnen bin, drücke Steuerungstaste V. Und die drei Dateien sind da eingefügt worden. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.